Ist es ein Haus? Ist es ein Berg? Nein, ist es ein Landehügel oder auch ein Starthügel? Ja, willkommen hier beim Kurs vom Swatch Nights Event. Unverkennbar hier an den riesigen Rampen und dem Turm. Das Nights Event gibt es in der Mountainbike-Version seit 2011. Und es ist zum ersten Mal im Greenhill Bike Park. Ich habe die Ehre, heute hier dabei sein zu dürfen und zeige euch mal ein bisschen die Dimension der Sprünge. Und ich zeige euch ein bisschen hier mal den Kurs, die Sprünge. Und was man so rausgehört hat, bleiben auch einige von den Sprüngen, die aus Erde sind, hier beim Greenhill Bike Park offen, während die anderen, die Holzbauten, geschlossen oder abgebaut werden, bis das Event nächstes Jahr dann mit Kursveränderungen oder Erweiterungen auch wieder am Start ist. Beim Festival hier auch im Greenhill Bike Park, der ja eh sehr lohnenswert ist für alle, die Bikepark gerne fahren. Man kann aber auch schöne Touren hier fahren und sich das Ganze mal anschauen als Tourist. Also, schaut euch das Ganze mal an. Und zwar, das hier ist der Big Air Bereich. Hier gab es schon ziemlich krasse Tricks, auch World's First könnte man sagen. Das werdet ihr dann alles in den Highlight-Videos sehen, die ich unten hier verlinke vom Swatch Nights Event. Und ja, also unglaublich, was die Mädels und Jungs hier zeigen. Was auch schon öffentlich auf Instagram zu sehen ist, ist der erste Doppel-Backflip von einer Frau. Genau, weil bisher war dieses ganze Slopestyle-Ding ja viele Jahre so eine männliche Domäne, aber die Mädels sind jetzt auch voll am Start und das ist super schön zu sehen, wie sie sich steigern jedes Mal. Und dieser riesige Berg hier ist, man kann da von der anderen Seite können die Profis, also man kann, klingt so wie jedermann, aber die Profis können da das sogar als Landung benutzen, aus so einer Quarter rausspringen, hat Sam Reynolds gemacht, aber die anderen fahren darauf und nutzen es dann als Starthügel, um den Speed zu kriegen für diese Rampen, die halt wirklich einige Meter hoch sind, sehr spektakulär. Und und das ist auf jeden Fall sehr gut zu sehen. Hier am Rand noch ein paar Sachen vom normalen Bikepark, die wahrscheinlich mal im Gebrauch waren. Wir gucken jetzt mal, was hier weiter oben kommt. So, hier seht ihr allein mal so eine Quarter, so kennt ihr vielleicht aus dem Skatepark. Die hat Sam Reynolds, wie gesagt, als Rampe genutzt, um ganz rüber zu springen. Das kann man da sehen, das ist die Quarter. Die anderen benutzen das, um da einen Trick zu machen und dann in die Landung, die direkt daneben ist, zu kommen. Kombo-Tricks. Und bei den Profis sieht das natürlich super spektakulär aus. Ja, wie ihr hier erkennen könnt, trotz des vielen Regenfalls, es hat quasi 3 Wochen fast geregnet, sind die Sprünge alle sehr sorgfältig geshaped. Und obwohl hier die Profis die ganze Zeit springen und fahren, sieht alles sehr gut aus, nicht so ganz krasse Furchen. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn das zum Bikepark gehört. Weil das sind ja damit die größten Sprünge, die es überhaupt öffentlich gibt. So, von hier aus kann man den Startdrop gut sehen. Das sind so 4 Meter runter, 4 Meter weit. Eine gute Landung, dann kommt die eine schöne Anliegerkurve, eine Weite. Dann hat man halt diesen Hipsprung, den man in verschiedene Richtungen springen kann, den man aber auch vom Startsprung vom Greenhill Bike Park anfahren kann, wie man hier sieht. Ja, und da habt ihr schon einen guten Überblick auf die Strecke und auf die Erdhügel, die dann wohl auch stehen bleiben. Genau. Also diese Holzbauten, was man jetzt so gehört hat, werden nicht öffentlich sein. Die werden dann abgebaut nach dem Nights Event, aber die Sprünge aus Erde sollen dann da bleiben und auch öffentlich zugänglich. Auch hier dieser kleine Skatepark im Wald. Kann man es schlecht sehen, da im Wald ist ein paar Skatepark-Elemente auf 10 Meter Höhe. Oder hier die Rampen werden dann auch abgebaut. Aber wir gehen jetzt noch ein Stück höher, weil da geht es nämlich zum legendären Greenhill-Einstiegsdrop. Der ist da vorne. Aber auch der Einstiegsdrop vom Swatch Nines, den ihr da hinten seht, soll dann noch öffentlich zugänglich sein. So Höhe 4 Meter, Weite 4 Meter.
Ja, ist auf jeden Fall ja, für viele gut machbar. Vielleicht ähnlich wie das Rot-Gelb in Winterberg. Aber hier gibt es ja auch ein paar ähnliche Drops in der Dimension. Hier im Bikepark, und dieses Feature wird dann auch offen bleiben. Das kann man in verschiedene Richtungen springen. Ja, und oder scrubben oder tricksen oder upsurfen, wie auch immer. Und man kann auch von da oben kommen, vom Green Hill Drop. Ja, und das ist der Einstieg, und dann sind wir eigentlich auch schon da. Und ja, seid ihr in der Lage, so große Sprünge zu machen? Habt ihr Bock? Wie findet ihr das, dass auch, sag ich mal, die jüngeren Fahrer auch was zum Trainieren haben? Vielleicht wird dann der nächste Erik Fettko oder so nicht in Winterberg geformt, sondern hier in dem Areal. Ja, für die jungen Wilden, dass sie wirklich auch mal solche Dimensionen trainieren können und nicht nur ihre Tricks auf kleinen Sprüngen auf ihren Dirt Jump Spots. Genau, dann ja, schaut euch alle Highlights von dem Event an und kommt nächstes Jahr wieder, besucht mal den Greenhill Bike Park, auf jeden Fall lohnenswert. Und ja, wenn ihr doch noch größere öffentliche Sprünge kennt, sagt mal Bescheid in den Kommentaren. Ich würde sagen, das sind mitunter die größten Bikepark-Sprünge, die öffentlich sind. Ja, und dann ist natürlich immer die Sache, hoffen wir mal, dass sich da keiner drauf verirrt, der das nicht tun sollte. Ich denke mal, solche großen Sprünge locken dann auch nur die Fahrer an, die wirklich die Fähigkeiten dafür haben. Gute Aussicht und kommt ins schöne Sauerland. Haut rein, ciao.